Neukölln, die Hochburg der türkischstämmigen Berliner. Fast jeder Wahlberechtigte hier hat auch bei der Parlamentswahl in der früheren Heimat abgestimmt. Ging es nur nach den Türken in Berlin oder den Türken in ganz Deutschland, Erdogans AKP hätte die absolute Mehrheit locker verteidigt. Die orientieren sich ja nach dem Westen und haben sehr viel ins Land gebracht. Auch von der politischen Entwicklung fand ich das nicht schlecht. Jetzt bin ich irgendwie traurig dabei. Traurig, dass die AKP verloren hat? Ja, dass die nicht mehr das sind, das sie waren. Ne? Sie stabilisiert die Türkei meiner Meinung nach. Und es tut unserem Land gut halt. Aber nicht alle Türken sehen das so. Die türkischen Kurden zum Beispiel verabscheuen die AKP. Hier im kurdischen Kulturverein ist aber auch wenig Begeisterung spürbar über den Erfolg der angeblichen pro-kurdischen HDP. Die Parteivorsitzenden sagen selbst, dass die keine pro-kurdische Partei ist. Grundsätzlich freuen wir uns, dass diese Partei im Parlament ist und die AKP geschwächt wurde. Man hat ja mitbekommen, dass Erdogan so alleine herrschen wollte, salopp gesagt. Und das klingt in meinen Ohren erstmal nicht gut. Und deswegen habe ich mich erstmal gefreut, dass er sein Ziel nicht erreicht hat. Die kurdischen Kinder, so sagen sie hier, sollen einmal in einer besseren Türkei leben. Die Wahl jetzt sei ein Schritt in diese Richtung.